Also gerade eben für kurzfristige Put-Optionen, die vielleicht sogar nur innerhalb des Tages dann verfallen, wo man jetzt ein Put oder eine Call-Option verkauft, ist es immer wichtig, dass man, wenn es doch stärker Richtung Strikepreis fällt oder steigt, je nachdem, ob sie einen Put oder Call verkaufen, da gewisse Sicherheitsmechanismen einhält. Da kann man einmal, wenn man unterwegs ist, die Alarmfunktion auf dem Handy nutzen. Die ist relativ einfach bei TradeStation. In der App kann man das so einstellen, wenn ein gewisses Preisniveau erreicht ist, dass man dementsprechend dann auch benachrichtigt wird. Ansonsten würde ich natürlich ganz klar das bevorzugen, dass man zu Hause am PC ist mit der Activation-Rule, die man, glaube ich, über die mobile Funktion noch nicht exakt so einstellen kann wie zu Hause vom PC. Und hier nochmal die zwei wichtigen Varianten: Wenn Sie jetzt sowieso in der Nähe des PCs sind, setzen Sie einfach ein Alarm in Form einer horizontalen Linie. Wir haben hier heute den kurzfristigen Put nochmal bei SRPT verkauft auf 25. Aktuell ist der Kurs, wie Sie hier sehen, bei 27,84. Möchte natürlich jetzt nicht, dass dieser Put bei einer stärkeren Abwärtsbewegung irgendwo ausgeführt wird. Das heißt, wir müssen aufpassen, falls es doch mal aus welchen Gründen auch immer Richtung 25 läuft, dass wir da die Reißleine ziehen. Und da gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Einmal, wie dargestellt, die horizontale Linie setzen über die Alarmfunktion, mit der rechten Maustaste erstmal die Linie anklicken, Format horizontale Linie. Dann können Sie hier Enable Alert einstellen und je nachdem, wenn Sie jetzt das auf dem Tageschart machen, müssen Sie auf jeden Fall, dürfen nicht hier an Close machen, sondern immer Intra oder Interbar. Das ist halt, sobald es durchbricht, hier einen Alarm gibt. Und dann halt nur diesen Alarm noch konfigurieren. Das heißt, einmal durchgängig habe ich immer als Einstellung. Das heißt, hier den Punkt bei der dritten Option, Alert Continuously, und bei Message Center Notification dann einmal einen Sound, den Sie beliebig festlegen können, und ein Pop-up-Fenster, dass man halt, je nachdem, wenn man nur in der Nähe vom PC ist, erstmal akustisch informiert wird und dann auch so ein Pop-up-Fenster bekommt, wo man sofort sieht, ah, okay, dort ist jetzt ein Durchbruch unter mein Niveau passiert. Das kann ja durchaus sein, dass Sie da zwei, drei solche Alarme eingestellt haben, und das Pop-up-Fenster hilft Ihnen sofort, in den wichtigen Chart zu springen. Und dann kann man dementsprechend agieren. Da ist es halt, wie gesagt, nur wichtig, dass der Chart offen ist, weil wenn Sie hier einen anderen Chart laden, ist der Alarm natürlich nicht mehr ja, aktiviert und Sie werden dann nicht benachrichtigt. Wir können es natürlich auch über den Radarscreen generieren. Da haben Sie ja den Indikator von uns erhalten, wo Sie beliebig für eine Liste von Aktien Ober- und Untergrenze einstellen können, wo man dann genauso dementsprechend benachrichtigt wird. Das wäre die eine Variante. Ich sage mal, wenn man, wie gesagt, sowieso weiß, man ist bis 22 Uhr oder kurz vor Börsenschluss in der Nähe des PCs, kann man das so durchführen. Die andere Variante, die ich ja jetzt gerade mal bevorzugen würde, wenn Sie wissen, okay, heute ist ja auch nochmal ein schöner Sommertag, dass Sie vielleicht nicht die ganze Zeit am PC sind und in Abendstunden dann nicht unbedingt auch hier in der Nähe sind, um da dementsprechend zu agieren. Da ist es schlussendlich die Activation Rule. Die haben wir schon mehrfach dargestellt. Da gibt es auch schon Aufzeichnungen in Form eines YouTube-Videos, die Sie sich natürlich dementsprechend auch nochmal anschauen können. Hier nochmal ganz kurz in aller Schnelle das die Einstellungen dazu. Also Sie gehen auf View Order Bar, dann haben Sie oben die dementsprechende Position drin. Wenn ich den Chart anklicke, kommt automatisch die Option hinzu. Stückzahl ist natürlich wichtig, und dann nehmen wir Auto Hit Intake. Ich denke, die meisten machen es ja am Freitag, aber ich möchte es der Vollständigkeit halber, weil ja immer wieder auch mal neue Teilnehmer dabei sind, noch einmal zeigen. Und hier einfach Preis SRPT. Und da natürlich ganz klar, wenn das unter, ja, ich sollte mal, da würde ich auch den Abstand nicht so
knapp wählen, weil ich weiß nicht, dass bei Biotech werden, wenn es mal knallt, dann durchaus auch mal richtig. Da kann man durchaus mal, ja, Abstand etwas größer als bei der SPY oder beim Gold-ETF nehmen, wo wir natürlich überhaupt kein Problem haben, wenn das mal 10, 20 Cent da in Richtung Strikepreis kommt. Hier würde ich vielleicht schon 50 Cent, mindestens 50 Cent davor agieren. Also Preis bei SAPT unter 25,50. Activation Rule okay. Dann haben wir Stückzahl, Option und logischerweise, da wir die verkauft haben, das Ganze dann mit Buy to Close. Und da sehen Sie, die Order ist aktuell positioniert und so sind Sie auf der sicheren Seite, wo man jetzt noch darüber diskutieren kann, ob man vielleicht diese Grenze noch ein kleines Stück höher legt. Aber so 50 Cent sollte bei diesem ETF, bei dieser Aktie eigentlich genügen, dass man da auch vom Verlust jetzt nicht so stark das Ganze gegen einläuft. Und die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr, sehr gering. Sonst würde ich natürlich hier für 5 Cent auch da im kurzfristigen Bereich nicht mehr agieren. Aber Intraday, wenn man sich überlegt, was wir beim GLD oder SPY gemacht haben, ist das natürlich auch eine Variante, wo man immer mal drauf schauen kann. Vor allen Dingen Thema Marginbelastung, mit Sicherheit das Ganze etwas eleganter. Nachteil ist natürlich, das muss man auch fairer halber dazu sagen, bei den ETFs wie im Index, da können jetzt keine Ad-hoc-Meldungen kommen, dass der Index mal um, sage ich mal, 5-6% einbricht. Bei einer Aktie kann das immer mal passieren und das kann natürlich dann auch Intraday größere Sprünge geben. Deswegen haben wir hier diese 5 Cent Restwert noch, obwohl der Abstand so weit weg ist vom Strikepreis. Das wird es so bei der SPY oder beim GLD, beim Gold-ETF in der Form nicht geben. Aber das muss man halt, wie gesagt, im Vorfeld wissen und hier gilt das Gleiche. Wenn man es von der Stückzahl nicht übertreibt, kann man sich's ausrechnen. Ich sage mal, bei der SPY haben wir ja auch im Jahr vielleicht 3, 4 Trades, die ins Minus gehen. In der Regel haben wir da ja maximal ein Minus, was vielleicht 150, vielleicht wenn es mal ganz schlecht läuft, 200% von dem ist, was wir als Gewinn realisieren. Und dann können Sie sich ja ausrechnen, wenn Sie das 52 Mal in der Woche im Jahr mal durchführen, dann sind diese 3, 4 Verlusttrades natürlich ohne Probleme auszuhalten. Und wenn man es hochrechnet, das sind zwar immer nur kleinere Beträge, die auf Wochenbasis da mitgenommen werden, aber aufs gesamte Jahr gesehen, denk mal schon, das wird nicht nur ein kleines Abendessen sein mit Frau oder Familie, sondern da kommt schon ein bisschen mehr raus. Das hängt natürlich von der Kontogröße ab, aber man sollte das insgesamt nicht unterschätzen und stellt, denke ich mal, auch einen guten Beitrag noch dar, wo man halt wirklich kurzfristig im Markt ist und wo mir rein theoretisch auch egal ist, in welcher Trendphase ich mich gerade befinde. Das Ganze ist heute Abend Geschichte. Und da habe ich wieder, wir brauchen es ja nur mal hier aktuell zu kalkulieren, was die drei Positionen von heute ausmachen. Muss man sicherlich auch dann fairer halber sagen, das ist von der Kontogröße mit jetzt, glaube ich, 50.000 etwas höher liegt. Man kann natürlich hier die Intraday-Margin sehr gut mitnutzen, weil die Positionen ja heute wieder glattgestellt werden oder mit dem Gewinn auslaufen. Aber um da vielleicht zum Abschluss noch mal ganz kurz zu schauen. Das sind jetzt, ja gut, $25 müssen wir die Gebühren abziehen, $20, wenn man 5 Stück verkauft auf SRPT, auf diesen Put. Bei der SPY haben wir hier das Ganze auf, was haben wir da? Auch auf $25. Da sind wir bei 45 und im GLD haben wir das noch irgendwo. Nee, das ist es nicht. Hier haben wir es. Sind es ja in der Form dann 20. Also sind es ja jetzt insgesamt gesehen $65 abzüglich der Gebühren und denke, wenn man das hochrechnet aufs Jahr, macht das schon dem entsprechenden Betrag aus. Hat er gesagt, man wird nicht jede Woche das gleiche Glück haben. Wir haben auch schon Wochen gehabt, wo wir mal über $100 je nach Positionsgröße mitnehmen konnten und kann es ja mal kurz überschlagen, wenn man einen Mittelwert von 50 mal
sagen wir mal 45 Wochen, der Rest geht ein bisschen ins Minus, sind sie bei 2200 Dollar aufs Jahr gesehen, und das meinte ich, das kommt schon dann aufs Jahr einiges zusammen, was sich sicherlich auch als Position hier im Short-Put- oder Short-Call-Bereich lohnt.